Hallo, ich bin Anne-Sibylle Schwetter und möchte Ihnen heute eines der wichtigsten Werke unserer Sammlung im Felix-Nussbaum-Haus vorstellen, nämlich das Selbstbildnis mit Judenpass von Felix Nussbaum, welches auch das bekannteste Werk des Malers ist. Felix Nussbaum malt das Selbstbildnis mit Judenpass 1943 in der Zeit der deutschen Besatzung Belgiens in seinem Brüsseler Versteck. Felix Nussbaum war bereits 1942 im Versteck untergetaucht und hatte auch für ein gutes Jahr nicht mehr gemalt. Er beginnt im Juni 1943 wieder Ölbilder zu malen. Und er tut dies nicht in seinem Versteck in der Rue Archimède 22, in dem Haus, in dem er in einer Mansarde Unterschlupf gefunden hat, sondern er beginnt, ein Ausweichsatelier zu nutzen in der Rue Générale Gratry, nämlich in einem Kellerversteck. Das heißt, Felix Nussbaum setzt sich in diesem letzten Jahr seines Schaffens ständigen Gefahr aus, auf dem 15-minütigen Fußweg zwischen seinem Versteck in der Rue Archimède 22 und dem Kellerversteck in der Rue Générale Gratry entdeckt zu werden. Hiermit auf den ersten Blick erscheint der Eindruck, dass Felix Nussbaum eine solche Momentaufnahme festhält, also eine reale Situation entdeckt zu werden. Er zeigt sich in dem Selbstbildnis mit Judenpass dicht gedrängt vor einer Mauerecke in dem Gestus des Sich-Ausweisens. Er hält uns den Pass entgegen und zeigt den Judenstern. Felix Nussbaum verwebt in dem Gemälde reale und fiktive Elemente auf verschiedenen Ebenen. Er zeigt sich vor einer Mauerecke, die symbolische Bedeutung bekommt, denn er zeigt sich dicht gedrängt vor der Mauerecke und verdeutlicht damit auch, dass seine Situation auswegslos ist, dass ihm keine Möglichkeit der Flucht bleibt. Wir sehen über der Mauer hinausragend beispielsweise einen abgekappten Baum, ein Symbol in Nussbaums Bilderwelt für den Tod, und neben diesem abgekappten Baum sprießt ein blühender Zweig. Ein Symbol für Leben. Ein genau solches Gegensatzpaar finden wir auch in der dunklen Wolke, unter der sich nämlich das helle Blau eines aufgerissenen Himmels zeigt. Solche Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten finden wir tatsächlich auch in dem Porträt Felix Nussbaums, der nicht das Opfer alleine bleibt in dieser Situation der Ausweglosigkeit, sondern der auch einen Moment der Selbstbehauptung formuliert. Der Judenpass und Judenstern, die Felix Nussbaum uns hier zeigt, sind die Indizien dafür, dass Felix Nussbaum die eigene religiöse Identität nicht frei bestimmt wählt, sondern dass sie ihm fremdbestimmt durch die NS-Ideologie und das NS-Regime aufgezwungen ist. Aber Felix Nussbaum, wie gesagt, wehrt sich dagegen, indem er nämlich diese auf den ersten Blick real und authentisch wirkenden Dokumente verändert, vor allen Dingen beim Judenpass. Nussbaum verändert den Pass in einigen entscheidenden Details. Beispielsweise zeigt er seinen Geburtsort Osnabrück fast verwischt. Das heißt, ihm ist nicht nur die Nationalität, sondern auch die Herkunft und die Heimat genommen. Die wichtigste Veränderung des Passes sehen wir dann aber vor allen Dingen in dem Passbild selber. Denn Felix Nussbaum zeigt sich in dem Lichtbild mit einer Kopfbedeckung. Und eine solche Kopfbedeckung entspricht natürlich nicht den realen Gegebenheiten. Und wir haben auch ein Passbild Felix Nussbaums überliefert, das im Juni 1942 noch entstanden ist, das ihn auch natürlich ohne Kopfbedeckung zeigt. Er zeigt den Hut nicht nur in diesem Passbild, sondern eben auch im Selbstbildnis, im Porträt selber. Dem Hut, der Kopfbedeckung, kommt damit eine ganz besondere, herausgehobene symbolische Bedeutung zu. Auf der einen Seite ist sie für den männlichen Juden ein Zeichen der Glaubenswürde. Ein anderer Moment, der in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen mag, ist, dass er als Statussymbol des Bürgers auch einem freiheitlichen Selbstverständnis dient, als Verweissymbol. Das heißt mit anderen Worten, Felix Nussbaum behauptet mit diesem Motiv des Hutes, der Kopfbedeckung, seinen Anspruch auf freiheitliche Selbstbestimmung, auf religiöse Selbstbestimmung und auch auf die Selbstbehauptung der eigenen Person. Ein drittes Moment, das dieses Bild so einprägsam macht, ist die Rolle, die Felix Nussbaum dem Betrachter in dem Gemälde zuweist. Denn Felix Nussbaum nimmt unmittelbar Kontakt mit uns auf. Er zeigt sich direkt am vorderen Bildrand, rückt also sehr nah an uns, den Betrachter, heran, und er fixiert uns sehr deutlich mit seinem Blick. Das heißt, genauso wenig wie er eine Möglichkeit hat, der Situation zu entkommen, sind wir auch zur Auseinandersetzung gezwungen.
Die Rolle, die wir in diesem Moment aber übernehmen, bleibt offen. Sind wir der Kontrolleur, der ihn auf offener Straße zum Ausweisen, zum Preisgeben seiner ja nicht eigengewählten Identität zwingt? Sind wir einfach ein Mitwisser? Wie gehen wir mit dieser Situation um? Eine teilnahmslose Betrachtung des Selbstbildes mit Judenpass ist darum nicht möglich. Felix Nussbaum bringt dies zusammen mit einem starken Bildzeichen individueller Selbstbehauptung. Das macht die besondere Qualität des Selbstbildnisses aus, mit dem Felix Nussbaum ein Denkmal für alle vom NS-Regime verfolgten und ermordeten Juden geschaffen hat.